Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch mal wieder ein neues Gerät vorstellen, den Nicer Dicer Precision, den mir Genius freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Ich zeige euch mal die Teile, die Genius geliefert hat und dann schauen wir mal, ob das Gerät was kann. Schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Viel Spaß! Ja, heute möchte ich mal wieder ein neues Gerät vorstellen. Genius war so freundlich, mir den Nicer Dicer Precision zur Verfügung zu stellen. Ich habe inzwischen schon mal alles ausgepackt. Das war jetzt nicht so aufregend, das Unboxing. Und zeige euch heute mal, was Genius mir hier alles übersendet hat. Und wir wollen uns das Gerät mal anschauen. Erstmal Papierkram. Hier wieder eine ganz kleine Gebrauchsanleitung auf Seite 2. Haben wir hier Deutsch, so ein bisschen Erklärung, Erläuterung. Da ist dann auch nochmal erklärt, was es für Teile gibt hier, was alles dabei ist, wie man das Gerät nutzt, was es für Zusatzteile gibt, noch extra Boxen und andere Sachen und wie man das Gerät zusammensetzt. Und ich sage es euch nochmal, ich habe es schon bei früheren Unboxings gesagt, immer wieder unfassbar scharf. Und da ich ja immer wieder gerne schlaue Tipps gebe, die ich selber nicht befolge. Hier nochmal mein Finger von letztem Sonntag. Da habe ich blind aus Versehen auf meinen Nicer Dicer Deluxe gefasst im Waschbecken. Ja, war nicht schlau. Also, bitte macht es nicht so wie ich, seid schlauer, fasst nicht auf die Messer. Hier also wieder der Hinweis auch nochmal in der Bedienungsanleitung. Bitte, bitte vorsichtig, echt scharf. Ja, dieses kleine Heftchen hat genau 10 Seiten, dann ist es auch zu Ende. Und das gibt es jetzt noch in 1, 2, 3, 4, 5 weiteren Sprachen. Für den Anfänger, der sowas noch nie benutzt hat, und die Geräte sind ja doch auch immer so ein bisschen anders, gar nicht schlecht. Dann haben wir als zweites nochmal so eine kleine Beschreibung, was alles dabei war. 10 Teile insgesamt hier. Also das war es auch schon an Papierkram. Rezepte müsst ihr selber gucken, ein Rezeptheft ist nicht dabei. Ja, was ist gekommen von Genius? Die beiden Boxen hier mit diesen beiden Schälern. Ich habe ja nun für einen Mann nicht wirklich große Hände, aber ihr seht, das ist nicht groß, das Teil. Und das Grüne hier ist noch kleiner. Ich fange mal an mit dem großen Behälter. Der hat so um die 480 Milliliter. Das ist nicht viel, aber ihr werdet gleich sehen, für das, was wir machen wollen, reicht er völlig hin. Übliches Prinzip, ihr habt hier einen Behälter und auf dem Behälter ist aufgesetzt hier wieder dieser Schnappmechanismus hier mit Messern drin. Wir haben hier einen Viertelteiler. Vorsichtig nicht drauf fassen, ich sage das glaube ich schon. Ne? Und dann haben wir hier nochmal einen, der so kleine Streifen schneidet. Das andere Gerät, der grüne, ist zunächst mal identisch aufgebaut, hat aber einen anderen Einsatz. Ihr seht also hier etwas für ganz, ganz kleine Würfel und hier für kleine Würfel. Und ihr könnt natürlich wie immer bei den Geräten alles abnehmen. Ne? Einfach abziehen hier, dann habt ihr den Deckel runter und den Schneidaufsatz könnt ihr natürlich auch einmal rausnehmen. Und dann seht ihr hier bei dem Schneidaufsatz, ich habe den wie gesagt schon benutzt in den letzten Tagen und bin da doch inzwischen sehr begeistert von, deswegen so ganz unbenutzt sieht er nicht mehr aus. Also ganz, 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 ganz kleine Würfel hier, Julienne, die kriegt man als Amateur, meine Meinung, mit der Hand schon fast nicht mehr hin. Und dann haben wir ein bisschen größere und das sind auch genau die Größen, die mir bei dem Deluxe, bei dem großen Gerät bisher gefehlt haben. Das waren immer nur wirklich ganz große Würfel, die ganz kleinen fehlten mir. Also ihr seht hier erstmal die Größe, ne? Und dieses Gerät kann man jetzt hier einsetzen und dann kann man einfach oben den Deckel wieder draufklippen. Fertig, das war's. Das gleiche hier bei dem Orangen. Ne? Auch da ist das gleiche Prinzip natürlich, wir können den Deckel wieder abnehmen. Können dann die Schneide oben abnehmen und hier seht ihr eben andere Einsätze. Hier habt ihr also so einen Wellenschliff, so einen kleinen für kleine Tomatenstreifen beispielsweise, das geht auch sehr gut. Oder hier zum Vierteln für Tomaten und auch da kann ich euch sagen, das habe ich schon probiert, das geht auch mit Tomaten, die nicht mehr so ganz frisch sind. Das funktioniert wirklich einwandfrei, ihr seht hier so kleine Zacken oben drauf, also auch das geht gut. So viel also die beiden Geräte, schnell zusammengesetzt, zum Saubermachen auch. Und die Deckel sind eben auch schnell abgehoben. Ein besonderes Feature noch im Deckel, will ich euch noch zeigen.
natürlich bleiben hier jetzt wieder in dem Deckel, in den kleinen Klötzchen bleiben natürlich Reste hängen. Ne? Das heißt, ihr habt da hier eine Zwiebel nachher, ihr habt ein bisschen Knoblauch, ihr habt möglicherweise Kräuter hier drin. Und um das jetzt sauber zu machen, gibt es keinen Druckmechanismus wie bei den großen Maschinen, sondern Genius hat sich hier was anderes einfallen lassen, was auch gut funktioniert. Ich habe es, wie gesagt, ein paar Tage schon getestet. Hier auf den ersten Blick sieht man das gar nicht, ist drunter gelegt nochmal ein kleiner transparenter Einsatz und den kann man rausnehmen. Und dieser Einsatz hier, den kann man eben dann in die Spülmaschine packen oder ins Waschbecken. Spülmaschine lohnt sich eigentlich nicht. Ich habe die mit der Hand bisher immer abgewaschen. Das geht super schnell. Also da braucht man gar keine Maschine für. Und dann kriegt ihr alle Reste, die da noch drin sind, mit dieser Platte einfach rausgezogen und könnt die sauber machen. Die geht auch genauso schnell wieder rein. Ne? Wenn sie sauber gemacht ist, dann legt ihr sie einfach nur oben drauf hier und klippt sie wieder ein, drückt einmal in der Mitte. Und das war es auch schon. Und schon ist dieser transparente Reinigungsaufsatz auch wieder drin. Und jetzt kann man wieder die Klappe einfach aufsetzen hier senkrecht und fertig. Das sind die Behälter auf den ersten Blick, aber Genius hat sich noch ein bisschen was ausgedacht, fand ich ganz tricky. Auch das habe ich am Anfang überhaupt nicht gesehen, weil ich dachte, ist ja schick hier mit dem grünen Rand, das haben die ja ganz süß gemacht. Ich nehme das mal ab hier oben, den Aufsatz, denn darunter versteckt sich ein Deckel. Hier ist auch noch ein Deckel drunter. Das heißt, ihr habt hier zwei Teile und könnt jetzt diesen Deckel logischerweise oben aufklippen und hier aufsetzen. Und der rastet auch richtig ein, der ist auch richtig fest. Und dann habt ihr hier oben für dieses Gerät eben nochmal einen Deckel zusätzlich. Die Boxen könnt ihr nachkaufen. Es gibt also die Boxen extra zu kaufen. Und könnt also so eure eigene Sammlung aufmachen und könnt eure Lebensmittel, eure Salate, was auch immer ihr mit ins Büro nehmen wollt, gleich hier verschließen, den Aufsatz wegpacken, sauber machen und die Box mitnehmen oder in den Kühlschrank stellen. Also den Deckel wieder runter und dann kann man ihn hier reinklippen. Ne? Dann bleibt er hier auch drin und dann haben wir hier den Schneidaufsatz wieder und den können wir hier einsetzen. Das gleiche natürlich auch bei dem Orangen hier. Ne? Auch hier ein Deckel unten drunter. Also wirklich echt tricky. Gut gemacht von Genius und diesen Deckel hier, den können wir natürlich auch hier aufsetzen und dann habt ihr eine Box, die hat einen guten halben Liter. Ihr wisst, halben Liter Suppe oder andere Sachen ist ziemlich genau eine Portionsgröße. Also diese knapp einen halben Liter Box hier sehr praktisch, die Größe ist schon praktikabel. Na, auch hier geht der Deckel wieder ab und ihr könnt ihn, wenn ihr sauber gemacht habt, einfach wieder unten einklippen, ne, oben den Aufsatz drauf, wenn alles fertig ist und das war's. Und dann kann man die beiden auch schon wieder so in die Schublade stellen und verstauen. So, zwei weitere Sachen sind noch dabei, die ihr hier seht, Schäler. Und ich fange mal mit dem an hier, mit diesem sensationellen Gerät. Das habe ich schon länger, weil ich ja schon früher einen Nicer Dicer hatte. Und zwar den hier nur in einer anderen Farbe. Also der hier ist schon so acht Jahre bestimmt schon alt, aber bewährtes Prinzip. Damit kann man hin und her fahren und dann zum Beispiel Gurken super schälen. Also ein tolles Teil, habe ich schon ein paar Mal benutzt in meinen Videos. Unter anderem zum Beispiel jetzt beim Thai-Gurkensalat, da habe ich auch den Schäler benutzt hier. Ich verlinke euch das oben mal, dann könnt ihr mal gucken. Also ein tolles Teil. Ein zweiter Schäler ist noch dabei hier, nochmal so ein Sparschäler. Damit könnt ihr zum Beispiel eure Zucchini-Scheiben runterschneiden, wenn ihr Zucchini-Röllchen machen wollt oder ganz feine Gemüsescheiben. Auch ein tolles Teil, also auch das hier noch dabei. Ja, damit haben wir, glaube ich, erstmal den Inhalt des Nicer Dicer Precision Paketes hier, das mir Genius zur Verfügung gestellt hat, glaube ich, vollständig erklärt. Ja, bin ich zufrieden? Ja, das bin ich tatsächlich inzwischen. Als ich die Sachen ausgepackt habe, habe ich wirklich zunächst den Eindruck gehabt, naja, da wirst du nicht mit arbeiten. Also das ist jetzt wirklich nichts dafür, um jeden Tag damit zu arbeiten. Inzwischen mache ich es tatsächlich fast jeden Tag, weil sie so schön klein, weil sie so schön praktisch sind und so schnell sauber gehen. Den grünen Einsatz benutze ich zum Beispiel unheimlich gerne für Zwiebeln, um die kleiner zu machen. Und den ganz kleinen Einsatz hier für Knoblauch. Man hat nicht mehr die dicken Stücken im Mund. Sehr angenehm bei Salaten. Meine Frau mag das unheimlich gerne. Den orangen Einsatz hier nehme ich unheimlich gerne oben die länglichen Schneiden für Gurken, aber auch für Tomaten. Und den Vierteleinsatz auch für Tomaten. Geht auch bei etwas nicht mehr frischen Tomaten. Ja, und die Schäler habe ich auch jeden Tag im Einsatz für Gurken und dergleichen. Also alles in allem muss ich sagen, tolles Gerät. Für mich ist es eine tolle Ergänzung zum großen Nicer Dicer Deluxe.
Dort sind die Einsätze in der Regel so aufgebaut, dass sie etwas größere Stücke erzeugen. Und es ist eine tolle Ergänzung, um kleine Sachen eben zu machen. Für Bruschetta zeige ich euch im nächsten Video oder eben auch ganz klein Knoblauch. Also, aus meiner Sicht, tolles Gerät. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.